Hallihallo, hier ist wieder Korazu. Wir sind zurück in Fallout 76 und ich spiele es ein bisschen laut. Ich muss mal kurz ein bisschen runterdrehen. So. Ja, letztes Mal ist unser Spiel einfach mal mittendrin, ja, nicht direkt abgestürzt, aber es hat sich beendet. Lustigerweise haben wir jetzt die Rüstung. Und die steht hier nochmal. Okay, etwas seltsam gespeichert, aber gut. Feuerteufel, Bewerber entdeckt. Ja. Ausrüstungsticket. Ausgegeben. Danke. Holen Sie bitte Ihre Ausrüstung ab. Mach ich gleich. Holoband für Untersuchungseinweisung ausgegeben. Okay. Informationen zur Abschlussprüfung. Quatsch, Gegenstände. Holos. Ja. Ausrüstung nicht voll zu bluten. Willkommen zur Abschlussprüfung, Rekrut. Ich bin Hank Madigan, Lieutenant bei den Feuerteufeln. Die Prüfung ist ganz einfach. Erreiche den tiefsten Punkt des Bergwerks, aktiviere die Notbarke und komm wieder hoch. Du musst lediglich ein Stückchen Hölle auf Erden und alle Verbrannten überleben, die es sich dort gemütlich gemacht haben. Ich weiß, dass das extrem ist, aber wir müssen wissen, ob du es packst, bevor ein halbes Dutzend anderer Leute sich auf dich verlässt. Allerdings gehst du nicht mit leeren Händen rein. Neben deinem Anzug hast du auch noch eine modifizierte 10mm. Wir haben herausgefunden, dass die Verbrannten abgereichertes Ultra-Z... Ja, das kennen wir ja schon. Da gehen wir einfach mal rein. So, Zeit zu beweisen, dass du es sinnvoll einsetzen kannst. Anzug an, bereit machen und ausrücken, Rekrut. Bin schon dabei. So, so ein bisschen waren wir hier, ja, aber ich muss jetzt echt überlegen. Eigentlich war... Wer musste nicht gleich den Kopf da stecken lassen, sag mal. War hier großartig, glaube ich, am Anfang nichts. Jetzt erinnere ich mich jetzt an nichts, wo ich dachte, wow, das hier, wow, cool, yay. Oder schauen Sie hier. Okay, Haarklammern, die sind immer gut. Nicht, dass wir zurzeit keine hätten, aber mehr Schaden da nicht. Musste ich den. Ja, ich glaube, ich musste den benutzen direkt, ne? Genau, hier ist aber noch was Verschlossenes. Huch. Ja, so sind sie mal. Die Haarklammern brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Schon mache ich eine kaputt. Ein Stück. Jetzt, so, Munition, sehr schön. Automatikpistole brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir benutzen weiter unsere hier mit, keine Ahnung, was es nochmal war, angereicherten. Ne? So, das Schloss haben wir auch gleich. Zähnenautomatbauplan, Kronkorken, Munition. Sonst die Kronkorken finde ich gut. So, Terminal. Türöffnungssteuerung, Tür öffnen. Zack, geöffnet. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Huch. Ich wundere mich, warum läuft der nicht? So, hier waren erstmal ein paar nicht so aktive von denen. Da konnten wir ja in Ruhe durch. Ich kann mich erinnern, die Waffe, die ich hier habe, war gar nicht so effizient, wie ich gehofft hatte. Aber ich nehme die mal aufgrund der Munitionsmenge. Ne, da kann man nichts machen. Sah erst so aus. Genau, hier haben wir wieder einen. Da auch. Ich wollte aber erstmal den. Hallo. Oder auch nicht. Wer ist er mal? Ah, jetzt haben wir sie irgendwie erst aktiviert, hä? Egal. Ihr seid keine Gegner für mich, behaupte ich jetzt mal ganz frech, wie ich bin. Au. Ja, wenn die Wiesen mal stillhalten würden hier. Komm her. Doch. Hey. Muss nachladen. Warte mal kurz. Danke. Fürs Warten.
Netter Kerl. So, Munition. Eine Tommy Gun? Ui, eine Tommy Gun. Jedenfalls sah es aus wie eine Tommy Gun. Ich mag Tommy Guns. Schaut, schaut. Ah, Pumpguns brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, was haben wir hier noch? Oh, ich glaube, so eine Zweck-Relais-Spule könnten wir gebrauchen. Mit Tetas jetzt nicht unbedingt. Ne, 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 ne. Rumleuchte. Ein bisschen Fleisch. Yeah. Klebeband braucht man immer. Eine Radkappe. Oh, falls mir meine fehlt. Keine Ahnung. Was ist das? So. Waschbecken. Der Tür Nummer 1? Nichts. Der Tür Nummer 2? Auch nichts. Unglaublich. So, hier geht's hoch. Ah ja, kann ich mich noch erinnern, mit der Rüstungs... Da waren wir doch drin, ne? Kann ich nicht, solange ich... Achso, ich wollte ja auch Gegenstände verwerten, ne? Den gesamten Schrott einmal hier. Das ist dann wieder alles ein bisschen leichter hier. So. Was zu essen nehme ich doch gerne mit. Apropos was zu essen. Wie sieht mein Durst aus und Hunger? Eigentlich ganz gut soweit. Was hat der da oben? Greift da oben was? Nee, da ist aber nichts. Gut. Hier finden wir auch jede Menge 10mm Munition, finde ich. Ah ja, 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 nehmen wir mal mit. Von hier aus sehen wir keinen. Ich möchte mich erinnern, ich hatte ja eigentlich damals jede Menge Holobänder. Boah, das ist viel, ich habe mal zerfallen mit einmal. Jede Menge Holobänder. Ja, da haben wir nicht eins. Okay, Truppführer. Tim und Andrew sind beide tot. Was zur Hölle sollen wir jetzt tun? Schnauze frei. Die Aufnahme läuft. Eintrag 2. Oh. Sie haben Timothy Wolf und Andrew Rhodes an einen Schwarm Verbrannter verloren. Ach, Munition. Der Rest hat es mit knapper Not geschafft. So langsam fange ich an zu glauben, dass Melody Larkin die Härte dieser Prüfung unterschätzt hat. So ist es, verdammt nochmal. Das ist Selbstmord. Zur Hölle damit, ich haue ab. Nein, du haust nicht ab. Du bleibst bei uns. Warum? Damit wir nacheinander draufgehen, bis wir alle tot sind? Genau. Ha, ohne mich. Weißt du was, Sai? Seit wir die Verbrannten bei den Farmen angegriffen haben, benimmst du dich wie ein Feigling. Und jetzt sind Tim und Andrew deinetwegen tot. Wovon zum Teufel redest du? Warum kann ich unten hingehen? Ich habe es gesehen, Max. Die Verbrannten haben uns in den Tunneln von allen Seiten attackiert. Tim und Andrew hielten die Stellung. Sie sagten, Sai soll ihnen den Rücken decken. Hat er aber nicht. Er ist weggerannt, sodass ihre linke Flanke voll entblößt war. Das ist nicht so gut. Garantiert nicht alles ausgelöscht. Aber merk dir meine Worte. Selbst wenn du es schaffst, wirst du nie wieder diesen Trupp anführen. Schön. Dann fahrt beide zur Hölle. Ich verschwinde hier. Du lässt ihn wirklich gehen? Na ja, fahren. Rita. Ohne ihn sind wir besser dran. Schön sterben, bevor du bei mir bist, ja? Hier nicht zu mir kommen. Wer wagt es? So, erstmal Manieren hier beibringen. Ganzen Typis hier, ey. Ihre Strahlung. Schon, das muss ich hinkriegen, ja. Zack, 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 zack. Yes. Hallo. Ein bisschen Munition. Und das war's mit dem Raum, oder wie? Sonst ist hier nichts groß. Okay, die Werkbank, aber... Ich weiß nicht, ob ich hoch muss, runter muss. Hey.
Wer, wo, wie, wann? Ey, 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 ey. So, nicht Freundchen. Da ist irgendwo noch einer, ich weiß es doch. Hä? Der oder was? Ja, scheinbar schon, ne? Warte, wie sehen kann ich nicht oder so, aber der kann hier durchschießen, aber ich nicht. Oder wie? Hä, da ist noch einer. Nein, das wollte ich gar nicht, ich wollte nachladen. Ich bräuchte eher mal sowas wie ein Stimpack, hä? Da haben noch ein paar Verdünnte, zum Glück. Was? Ach, ihr... Ihr Verbrannten geht mir echt auf den Senkel, wisst ihr das? Zum Glück kann ich keiner von euch werden. Spiel nehmen wir mal mit. Weiß. Tschüss. Irgendwo kommt so ein Punkt, da denkst du dir, nein, gegen euch kämpfe ich jetzt nicht. Ich werfe einfach eine Granate auf euch. Genau diesen Punkt hatte ich gerade. Hochleistungsmagnet. Den nehmen wir mal mit. Das klingt irgendwie praktisch. Ah, das ist schon mein Ziel, sehr schön. Probenleuchte, was auch immer mir das bringen soll. Hm? Ah, Mann. Yes. Schon besser. Nehmen wir das mal mit. Vorkriegsgeld, das nehmen wir auch mit. Armbrustbeuten, Steak, Stachelgeh, stopp mal, ich will gar nicht wissen, wie oft ich die schon habe. Egal. Nehmen wir alles mal mit. Kann man alles irgendwann mal gebrauchen, ne? Hier sind natürlich noch ein paar Verbrannte. Ich gehe mal kurz hinter. Nee, Gegenstände, Hilfsmittel. R. Hallo? Redway verdünnt. Ah, nee, es war Redex. Och, dass ich immer das Falsche anklicke, auch jedes Mal, ey. So. Dann ein bisschen Wasser rinnen und gut ist. So. Hä? Hab ich jetzt ein bisschen. Hä? Wofür habe ich jetzt Erfahrungspunkte bekommen, sag mal? Hm. Keine Ahnung, wofür die jetzt waren. Die da hinten lebt noch. Das ist aber genauso wie als hätte ich so eine getötet. Seltsam. Egal, ich ignoriere es jetzt einfach mal gekonnt. Hallo. Ein Wodka. Nimm schon mit Tagebuch. Zum Abschluss der Prüfung in die Oberfläche zurückkehren. Das macht aber so ein lautes Geräusch, weswegen ich mir Sorgen mache, dass das nicht so einfach wird. Wir schauen mal. Und das führt mich dann auch hier hin, oder? Ich denke ja.
Ja, ich baue meine Ausdauer mir lieber auf. Wer weiß, was noch kommt? Wer weiß, was noch kommt? So. Hopp, 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 hopp. Okay. Ah, hier kommt man wahrscheinlich nicht durch, ne? Also muss man hier außen rum, wo ich lang bin. Ich dachte so, ja, okay, das ist halt ein anderer Weg, gehst mal den, aber der war eh Pflicht, ohne dass ich es wusste, ne? Denn. Den wird ein bisschen heiß hier. Genauso hier. Dann ist der wahrscheinlich auch zugeschüttet und man kommt hier gar nicht lang. Ich glaube mal jetzt an den Rand lang. Vielleicht entdeckt man hier noch irgendwas zum Einsammeln. Ich glaube, es war nett, aber. Aber bei dir? Ja, ne? Zum Anfang gleich. Jo, nee, dann war es das schon eigentlich hier wieder. Ist hier doch nichts mehr großartig anscheinend. Das ist natürlich auch gut. Dann war die Prüfung ja dann doch nicht so schwer. Oh, ich habe mich irgendwie nur schwer hoch gerade. Was ist denn los? So. Und einmal wieder raus. Sehr schön. Das ist doch gut.